Das ist die Szene aus Frankfurt am Bahnhof. Schaut mal genau hin. Halt eine gewisse Distanz zu halten, die weiter als eine Armlänge betrifft. Das waren die Bilder aus Frankfurt. Wenn ihr den Teil zwischendrin sehen wollt, empfehle ich euch meinen Telegram-Kanal, denn dort kann ich euch die Bilder unzensiert zeigen. Man hört nichts, man sieht wenig, aber man sieht den ersten Schuss dann, wie das Opfer zu Boden geht und dann am Ende noch zwei weitere Schüsse folgen. Für alle meine Kritiker heute ein Video, in dem ich nochmal klarstelle, dass die Polizei selbstverständlich in deutschen Bahnhöfen zu schießen hat und das auch regelmäßig vorkommt. Wenn wir uns jetzt die Mitteilung über die zufällige Festnahme dieses Täters hier zu Gemüte führen, wissen wir, dass die Polizei im Frankfurter Bahnhof nur Glück hatte. Der Staatsanwalt, er spricht hier von beherztem Handeln der Polizisten. Ihr habt die Szene gerade gesehen. Das war an Gleis 9. Der Täter ist gerannt in Richtung Gleis 8 und 7 und folgende. Und genau auf Gleis 7 war eine Streife der Bundespolizei unterwegs, die diesen Mann dann überwältigt hat. Und genau da ist wieder das Problem. Die Eigensicherung der Polizei wieder völlig ignoriert. Wie kann denn, wenn man, also an Gleis 9 wurde geschossen, das hat man an Gleis 7 gehört. Im Zweifel hat man es sogar gesehen und es ist völlig unklar, ob der Täter die Waffe wirklich beiseite gelegt hat oder nur eingesteckt hat oder ob er eine zweite Waffe hat. Deswegen müssen solche Täter mit vorgehaltener Waffe dann auf die Knie gezwungen werden. Im Zweifel müssen sie angeschossen werden. Das war meine Forderung. Und ja, die MP5, mit der kann man schießen. Es gibt noch andere Waffen bei der Bundespolizei, die sind wirklich ungeeignet, zumal sie dann Maschinenpistolen ohne Optikfernrohr obendrauf haben, also über Kimme und Korn zu schießen haben. Immer größere Aufgaben für die Bundespolizei. Es mache sich Unmut breit. Die Bundespolizisten benötigten unter anderem moderne Distanzwaffen. Insgesamt 67,5 Millionen Euro allein in diesem Jahr. Doch das wurde laut Gewerkschaft nicht bewilligt. Moderne Terroristen verwenden zielgerichtet möglichst schwere Waffen mit hoher Reichweite, also Sturmgewehre, Kalaschnikow oder bauähnliche Modelle. Für die polizeilichen Zwecke ist die Maschinenpistole MP5 definitiv nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Wir haben hier drei Treffer insgesamt und wir sehen im Grunde, wenn wir die Weste aufmachen, tatsächlich hat die Weste gehalten. Ah, das heißt, hier steckt die Patrone drin, ja? Genau, die Geschosse sind alle von der Weste gehalten worden. Wir hatten nicht die Möglichkeit, mit dieser Waffe diese einfache Schutzweste zu durchdringen und das heißt, der Täter wäre nicht gestoppt worden. Dennoch, die Polizei hat hier durch beherztes Eingreifen, wo ich sagen muss, nein, die Polizei hat durch, dass sie ihren Job macht, einfach eingegriffen und sie hätten ihn hier wirklich mit vorgehaltener Waffe festhalten müssen. Nein, sie haben ihn überwältigt und der Mann hat keinen Widerstand geleistet. Überwältigt heißt in diesem Falle, ein Polizist hat ihn wirklich körperlich festgenommen, hat sich auf ihn gestürzt und da ist die große Gefahr. Die Polizei hat keinerlei Ahnung, ob der Täter noch bewaffnet ist, weder mit Schusswaffe oder Messer und sie gehen hier voll in das Eigenrisiko hinein. Das ist meine schwere Kritik. Die Waffen, die die Bundespolizei am Bahnhof führt, sie dürfen keine Dekoration sein, sie müssen auch wirklich eingesetzt werden. Um das Ganze hier jetzt nochmal zu untermauern, ihr erinnert euch an den Einsatz in Lauf an der Pegnitz. Dort hat die Polizei einen Messerangreifer im Bahnhof niedergeschossen. Genauso in Nürnberg in Bayern ist dieses Jahr im April ein Autokauf am Bahnhof eskaliert und auch in Bad Windsheim kam es dann zu einer Schießerei. Die Polizei hat auch hier am Bahnhof die Dienstwaffe eingesetzt. Das Ganze kennen wir natürlich noch von vor wenigen Wochen aus dem Berliner Ostbahnhof. Dort hat die Polizei einen Mann mit einem Cuttermesser niedergeschossen. So viel zum Thema, in deutschen Bahnhöfen wird nicht geschossen und darf nicht geschossen werden. In welcher Welt lebt ihr? In einer Welt, in der die Polizei mit Maschinenpistolen patrouilliert und diese nicht einsetzt? Kommt mal wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Selbstverständlich müssen die Dienstwaffen der Polizei eingesetzt werden, ansonsten können wir uns als Steuerzahler das Geld ebenfalls sparen. Ein weiterer Kritikpunkt war, ich hätte hier unterstellt, es könnte ein russischer Auftragsmord gewesen sein, ich würde hier Russenhetze verbreiten. Nein, ich habe extra dazu gesagt, das ist rein spekulativ. Und warum ich darauf kam? Nun ja, Kopfschüsse in einem öffentlichen Bahnhof sind nicht so das Zeichen für irgendwelche Täter, die das aus Eigenmotiven heraus machen. Und wenn ihr mein Video in Telegram gesehen habt, dann seht ihr, wie kaltblütig hier diese Hinrichtung von hinten, mitten im Bahnhof, 1 Meter nebendran stand ein anderer Zugpassagier,
vonstatten gegangen ist, da sieht man, das sieht aus nach einem Auftragsmord oder zumindest nach jemandem, der das berufsmäßig macht. Die CDU kommt mit dem trojanischen Pferd um die Ecke. Einer aus der Fraktion, der sich Innenexperte schimpft, kommt sofort mit Gesichtserkennung an Bahnhöfen um die Ecke. Da muss man mal sagen, hier in Berlin-Südkreuz, gar nicht so weit weg von mir, ist der Versuch der Gesichtserkennung, die man dort getestet hat, völlig gescheitert. Und zwar in dem Sinne gescheitert, dass es nicht darum geht, dass sie nicht alle Gesichter richtig erkannt haben, sondern die Anzahl der Gesichter, die sie falsch erkannt haben, lag bei 30%. Das heißt, von 10 erkannten Gesichtern sind 3 Leute überhaupt nicht gesucht gewesen. So viel zum Thema Gesichtserkennung. Nächster Punkt, der Täter hier polizeilich völlig unbekannt. Was soll da die Gesichtserkennung bringen, die dann einfach nur zeigt, alles völlig unbekannte Personen? Es könnte jetzt am Ende eine Beziehungstat gewesen sein, aber wir wissen es nicht aktuell. Es kann allerdings auch ein Auftragsmord gewesen sein. Es kann hier auch ein türkischer Schläferagent gewesen sein. Am Ende ist das ein PKK-Unterstützer, das Opfer. Wir wissen es nicht, wieder rein spekulativ. Es könnte natürlich auch eine Art des Ehrenmordes gewesen sein, wobei dagegen spricht, dass das Opfer den Täter nicht gesehen hat vor der Tat. Das ist normalerweise bei einem Ehrenmord ja üblich. Weitere Informationen enthalten Sie uns bisher vor. Ich habe selbstverständlich auch eine Anfrage gestellt an den Pressesprecher der Polizei in Frankfurt. Die haben mir nur geantwortet, ich solle doch mir die Pressemitteilung durchlesen. Dabei war die E-Mail ganz klar formuliert und zwar eine Nachfrage auf die Pressemitteilung, weil ja unten drunter steht, für Nachfragen wenden Sie sich bitte an. Das wollten Sie mir dann nicht beantworten. Ich wollte nämlich noch den Aufenthaltsstatus von Täter und Opfer gerne geklärt wissen. Türkischer Staatsbürger sagt ja nichts darüber aus, ob derjenige illegal oder legal im Land ist. Vor allem hier das Opfer ohne Meldeadresse. Könnte am Ende sein, dass er vielleicht als Flüchtling gekommen ist. Es kommen aktuell einige Flüchtlinge aus der Türkei zu uns und eventuell dort wirklich verfolgt gewesen ist. Es ist auf jeden Fall jetzt so, dass sich die Leute im öffentlichen Raum zunehmend unsicher fühlen und ob solche Taten wie in Frankfurt, wenn sie von Einzelpersonen, die nicht auffällig sind, wirklich effektiv verhindert werden können, sei mal dahingestellt, so etwas hat es schon immer mal gegeben. Jetzt im öffentlichen Raum im Frankfurter Hauptbahnhof. Wenn wir allerdings dafür sorgen, dass in diesem Lande wieder Recht und Gesetz durchgesetzt wird, alle Ausreisepflichtigen ausreisen, alle Straftaten vom Staat auch verfolgt werden, dass wir endlich wieder Massengefängnisse bauen, um wieder 178.000 offene Haftbefehle zu vollstrecken, damit könnte man Vertrauen gegenüber der Bevölkerung wiederherstellen, damit könnte man den Tätern signalisieren, dass hier auch eine effektive Strafverfolgung droht und ja, am Ende muss auch die Schusswaffe vermehrt eingesetzt werden. Seit Rufenlauer, seit Mannheim sehen wir das, dass die Polizei viel schneller zur Dienstwaffe greift und sie schießen einfach. Und dafür haben sie meine vollste Unterstützung, denn wenn ein Polizist zu einer Dienstwaffe greift und sie einsetzt, dann hat die Person gegenüber definitiv mehr getan, als ein T-Shirt mit einem C anzuhaben oder sonstige Dinge. Dann ist es nämlich so, dass es hier um Selbstschutz und um Eigenschutz geht. Und da darf in meinen Augen der Polizist selbstverständlich immer die Dienstwaffe einsetzen. Niemand hat mit einem Stock, mit einem Messer, mit einer abgebrochenen Flasche oder sonst was Richtung eines Polizisten zu rennen. Das ist die Staatsgewalt, der wir die Schusswaffen gegeben haben als Bürger, der wir es zutrauen, uns zu beschützen, dann müssen sie diese Dinge auch einsetzen. Jeder, der hier was fabuliert, ich hätte keine Ahnung von Polizeieinsätzen, dem muss mal gesagt sein, ihr habt keine Ahnung von Polizeieinsätzen, weil ihr den ganzen Abend irgendwelche Sendungen auf Netflix schaut und dann nur noch die Mitteilungen kriegt, es werden nur noch Leute von der AfD mit Hitlergruß verhaftet. Zum Beispiel die ganzen Linksextremen von der Antifa, die lässt man einfach auf freiem Fuß. Es gibt ja überhaupt keine Bilder, wie Polizeiarbeit am Ende wirklich abläuft. Es gibt dann immer nur ein paar Bilder für die Presse und die Polizei, sie ist in ihrem Agieren auch teilweise hart, aber das muss sie auch sein, damit die Leute gegenüber ihr Respekt haben. Es gibt viel zu viele Leute, die richtig respektlos gegenüber der Polizei sind und das meine ich jetzt nicht nur mit den Leuten, die seit Corona mit der Polizei abgeschlossen haben, sondern so Leute, die egal bei welchem Grund Polizisten wirklich anschreien und zutiefst beleidigen, egal um was es am Ende geht. Sowas gehört sich absolut nicht. Die Situation am Frankfurter Hauptbahnhof zeigt mal wieder, dass die Bundespolizei mit den ihr zugetrauten Aufgaben hier das Schützen des öffentlichen Raums im Bahnhof völlig überfordert ist. Und da geht es jetzt nicht unbedingt darum,
dass sie diese Tat nicht verhindert haben. Das ist schwierig. Ihr habt es gesehen, der kommt, zieht die Waffe, zack, los geht's. Da kann man Einlasskontrollen machen an den Bahnhöfen, gibt es ja in Frankreich. Es geht vielmehr darum, dass sie dann durch beherztes Eingreifen, wie sie sagen, diesen Täter überwältigt haben. Und da muss man sagen, Leute, ihr begebt euch tagtäglich in Gefahr und das, weil euer Dienstherr euch nicht ausbildet. Wann geht ihr endlich in Remission? Wann streikt ihr mal als Polizei und sagt, bis hierhin und nicht weiter? Oder wann fahrt ihr endlich mal an die Grenze und sagt, wir kontrollieren hier, weil ich das per Eid geschworen habe? Egal, ob eine Innenministerin das notifiziert hat oder nicht, denn die Notifizierung von Grenzkontrollen beinhaltet überhaupt keine Möglichkeit, der EU-Kommission zu sagen, dass das nicht geht, sondern das ist eine reine Mitteilung. Aber Olaf Scholz, der beste Kanzler aller Zeiten, er hat seine Macht vollständig verloren. Er hat die Woche die Richtlinienkompetenz angesprochen und alle zu gutem Benehmen aufgefordert. Und danach sind alle verbal ausfällig geworden. Diese Regierung, sie hat fertig und die Klatsche für diese Regierung, sie kommt jetzt am 1. September und dann Ende September folgt die nächste. Und dann können sie am Ende wirklich nur noch eines machen, dann können sie dieses Land erlösen und können dann im Oktober oder November einen neuen deutschen Bundestag wählen. Dann können nämlich in diesem Lande alle, die im öffentlichen Dienst arbeiten, mal wieder die Hosen wackeln lassen, wie man das so schön sagt. Und mal Butter bei die Fische machen, dass wir dann in 60 Tagen eine Neuwahl haben. Die Franzosen machen das in 4 Wochen. Wir Deutsche, wir bräuchten wahrscheinlich 6 Monate Vorlauf inzwischen, um Papier zu bestellen und Briefumschläge. Es ist völliger Wahnsinn, wie ihr das kennt. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, abonniere auch X und Telegram. Und ganz wichtig, wenn du langsam die Schnauze voll hast in diesem Lande, dann abonniere doch mal den neuen Kanal Auswandern mit Kopf. Da kommt regelmäßig jede Woche Content zum Thema Auswandern, was du beachten musst, egal ob du arm bist, ob du reich bist, ob du schon eine Idee hast, wo es hingeht oder ob du völlig planlos bist. Für jeden ist was dabei. Damit ciao, bis bald.